So, und genau am gleichen Ort geht's wieder weiter. Hier gibt es Statuen, die erwachen, wenn man in eine gewisse Reichweite von denen kommt. Die sind aber ziemlich langsam, deswegen sind die auch uninteressant für uns. Ah, oh, da bin ich sogar noch dran vorbeigekommen. Ich hätte jetzt gedacht, der hätte mich getroffen. Naja. So, dann gehen wir hier hoch. Und der erste Palast, in den wir kommen, der heißt Ostpalast. Ah, der hat uns auch nicht erwischt. Der ist ein bisschen schneller, aber auch der ist zu langsam für uns. Und nun sind wir im Ostpalast. Ein ziemlich einfacher Palast. Mit seltsamen Wesen, die auch undefinierbar sind. Keine Ahnung, was es ist. Oder was es sein soll. Irgendwelche Tentakeln. Irgendwelche wabernden Viecher. So, hier kommen ein paar Kugeln. So, davon haben wir uns nicht treffen lassen. Und hier kann man hinten rumgehen und gleich ein bisschen Cash einsammeln. Ist alles für den Anfang ziemlich gut, da es sich nicht hier um wenig Geld handelt. So, das Maximum, was man hier übrigens sammeln kann, sind 999 Rubine. Alles, was darüber geht, wird einfach nicht mehr gezählt. Ich mag sowas generell nicht, deswegen werde ich zusehen, dass ich, wenn ich kurz vor dem Maximum bin, Geld ausgebe, wenn ich sinnvoll nutzen kann. Sonst ist das irgendwie Mist, wenn man, sagen wir mal, Geld einsammeln kann, aber es wird nicht gezählt. Das mag ich nicht so. So, geht's in die rechte Passage. Hier sind sehr interessante Skelette. Die springen nämlich weg, wenn man sie normal schlägt. Mit dem Rundschlag kriegt man sie nicht. So, von oben kann man sie treffen. Wenn man es von hier versucht, bleibt es einfach wert. So, natürlich muss man sie in die Ecke drängen und dann geht das auch. Hier sind auch sehr nette Viecher. Falls er mich trifft, zieht er mir nicht nur Leben, sondern auch Magie ab. So, dann geht's hier weiter. Hier ist jetzt der Kompass. Nein, die Karte. Okay. Eigentlich hätte ich jetzt nicht hier lang gehen müssen. Ich kenne den Weg, aber ich will euch das halt zeigen. In den folgenden Palästen werde ich, glaube ich, nicht wirklich alles oder jeden Gang durchstreifen, wenn der dunkel ist, weil die sind nachher ziemlich komplex und teilweise kommt man nachher in irgendwelche Bezirke nicht mehr so leicht zurück. Deshalb werde ich das erstmal so machen, dass ich nur da lang gehe, wo ich muss. Es sei denn, es ist ziemlich einfach, euch was zu zeigen. Aber eine Karte und ein Kompass sind jetzt auch nicht wirklich so wichtig. Deshalb sollte das nicht weiter stören. Hier ist Mana, das ist jetzt voll. Leben brauchen wir jetzt nicht. So, hier ist aber der Kompass. Genau. Ja, schön, der Kompass. So. Hier ist jetzt so eine Art Sprachkasten oder was es auch immer darstellen mag. Das ist dafür da, dass uns der Dorfälteste Tipps gibt. Natürlich brauchen wir die jetzt nicht mehr. So, hier sind interessante Zyklopen. Da ist der Krug ganz effektiv gegen. So. Die segnet hier alle das Zeitliche. Und tschüss. Na, oh, das war zu... Na egal. Vorbei. Nun laufen wir hier lang. Und die Treppe hoch. Und jetzt kommt ein dunkler Raum. Mal wieder. So, der Rubin ist uns jetzt eben egal gewesen. Stirb. So, gut. Da ist der Schlüssel, den wir brauchen. Ja, von unten trifft er nämlich nicht. So. Ich heb einfach alle Krüge auf. Da könnte sich ja noch ein bisschen Geld runter verstecken. So. So, hier ist das Schloss, wofür wir einen Schlüssel benötigen. Und das kennen wir hier schon, diesen Raum. Da unten haben wir das Geld geholt. Hier sind diese komischen Kugeln. Wo auch immer die herkommen. Und wieder diese seltsamen Viecher.
Eigentlich ist hier jeder Gegner etwas seltsam, aber naja. So, der ist schon auf uns losgegangen. Ups, das war dumm. Was mache ich denn jetzt? Jetzt stelle ich mich gerade ziemlich dumm an. Oh Gott. Mann. Sowas regt mich auf, wenn ich absolut aus Blödheit solche Scheiße mache. Na, immerhin kriegen wir ein Leben als Entschädigung. So. Zack, da kriegen wir eine Truhe. Und jetzt haben wir den großen Schlüssel. Der ist eigentlich immer... ja, der generelle Schlüssel eines Dungeons. Denn falls man den hat, kommt man mehr oder weniger an alles ran, was vorher verschlossen war. Gerade war es jetzt beispielsweise eine Tür hier oben. Diese Tür habt ihr sicherlich auch schon gesehen. Die kann man jetzt auch aufschließen. Und da ist eine große Truhe. Du hast den Bogen gefunden. Jetzt verschieße Pfeile, solange dein Vorrat reicht. Nee, das machen wir besser nicht. Denn die brauchen wir noch für wen anders. So, und es geht wieder in einen dunklen Raum. Jetzt habe ich nur hier stehen. Ich habe wieder nicht auf die Zeit geachtet. Naja. So. Ich glaube, du erwachst, ja. Stimmt. Würdest du dich jetzt bitte beruhigen? Und jetzt. Du bist schon mal tot. Wow, du bist auch schon gekommen. Wieso das? So nah war ich noch gar nicht an der Rand. Geh drauf. Du auch. Ah, da ist der Schlüssel. So, und hier ist jetzt ein netter Geldsegen, der uns beschert wird. Wenn wir uns nicht treffen lassen, lohnt sich das eigentlich auch. So. Zack. Na, den will ich auch noch haben. Und wir haben uns nicht treffen lassen. Wow. Und wir haben wieder einen Schlüssel im Inventar. Die Gegner sind immer noch alle weg. Und hier schließen wir das Schloss auf. Jetzt geht's endlich wieder ans Licht. Immerhin. Ist ja auch was. Und wir haben uns fast treffen lassen. Upsala. Oh ja, jetzt brauchen wir das erste Mal Pfeil und Bogen. Ich weiß nicht, warum hier immer zwei aufwachen. Ich verstehe es nicht. Das ist immer so. Irgendwie ist das ein Bug oder so. Immer wenn man zum Mittigen geht, wachen immer zwei auf. Entweder der untere oder der obere. Bei mir ist es meistens der untere. Seltsamerweise ist jetzt nicht aufgewacht. Aber eigentlich ist es einerlei. Damit sind wir jetzt auch tot. Ein paar Schalter, ein paar sind inaktiv. Jetzt ist der obere. Ja. So, nun begegnen wir diesen Zyklopen auch in Rot. Die sind, wie ihr es bestimmt schon ahnt, stärker. Und die kann man auch nicht mehr mit Krügen töten. Die brauchen auch zwei Pfeile. Nicht mehr nur ein, sondern gleich zwei. So, euch machen wir gleich alle kalt. Ja, da sind zwei von euch. Und du solltest jetzt anhalten. Gut, ich sollte die Pfeile noch nicht nehmen. Denn die kann ich jetzt nehmen. So, dann geht's weiter. Ich würde sagen, vor diesem Raum beende ich den Part. Ne, ich behalte die Pfeile. Bis dahin, ciao.